Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, wieder mit J. Chris. Hey Leute. Und es wurde sich oft gewünscht, lange habe ich gesagt, ja, es kommt. Jetzt ist er da. Ich fahre den Leopard 2 PL, das Clan Grind Vehicle. Ist so ein schicker Leopard 2 aus der polnischen Armee. Ja, ich würde sagen, bisschen schwächer als der 2A5, aber nicht viel. Vor allen Dingen wird der im nächsten Mini-Update vom Battle Rating hochgesetzt und kriegt bessere Muni. Kriegt die DM43, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es ist im Grunde Leopard 2A4 mit viel Krimskrams um den Turm rum. Ja, und ich bin dann Leopard 2A4 SE. Ah ja, jetzt kann man es gut vergleichen. Also man sieht es genau. Also es ist halt einfach viel Kladderadatsch an den Turm geklebt. Ja. So, jetzt warten wir noch kurz auf die anderen, oder den einen anderen. Wir fahren mal rein. Ich habe auch schon auf der Line hier hinten Fahrzeuge langfahren sehen. Okay. Hast du Nachtsicht mit deinem? Ja, also Thermal? Ja, der ist immer voll ausgebaut, ja. Ja, der PL geht im nächsten Mini-Update auf 1.7 hoch und bekommt, wie gesagt, die bessere Muni. Also der wird echt eine Macht. Also wer ihn noch nicht hat, holt ihn euch. Der wird, oder macht zumindest mir jetzt schon Spaß. Ich habe ihn im Clan Wars ein bisschen gespielt. Wie lief der eigentlich? Gut, gut. Was treibt denn unser Verbündeter da? Von wo? Von dort. Eigentlich habe ich keine Lust, hier rumzustehen. Ja, was sollen wir sonst machen? Ich würde hier links außen rumfahren, wo der andere PL langfährt. Wow, 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 wow. Wobei, die Mitte. Die Map entwickelt sich echt schlimm. Ja, ich fahr da mal lang. Ja, die sind in der. Also außenrum jetzt. Mhm. Okay. Ja, und der hat auch denselben Fehler wie die meisten anderen Leos. Fehler. Also zumindest für ein Spiel ist es ein Fehler. Man kann nicht nach hinten schießen. Was die sich dabei bloß gedacht haben. Die wussten ja doch, dass War Thunder kommt. Echt eine komische. Das beste Ingenieure. Spiel aller Zeiten, das hat man doch erwartet. Ja, immer diese komischen Ingenieure. Da sind ja die Panzer, die ich im Kindergarten gemalt habe, besser. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch gemacht. Das hat den Motor ausgenommen. Ich glaube aus der Richtung. Ah ja, ja, ja. Oh, wo ist denn meine Granate hin? Da guckt die Kanone eines 1128er rüber. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Das ist halt auch so ein echt fieses Fahrzeug. Geht auch hoch. Ja, das verdient es aber auch, dass es hoch geht. Weiß nicht, die haben doch alle gesagt, das ist so schlecht. Bitte rette uns, Guardian. Mimimi. Ah, okay, er ist raus. Okay, jetzt habe ich gerade Top-Down-Raketen gebracht. Warum ist er jetzt raus? Weil er getötet wurde. So leicht umgebracht. Wie soll ich mich dann rächen? Oh verdammt, da kommt aber jetzt einiges. Jo, Buddy, du guckst mal da lang, ich guck mal da lang. Oh nein, 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 Arti, geh weg. Ich mag, was ich an Bill wirklich mag. Ich meine, der hat ja die Schwester der Top-Down-Raketen im Spiel. Warum? Warum? Oh mein Gott, ich lebe noch. Aber er hat Gen 3 Thermals, das ist so ein guter Unterschied. Ja, Unterschied. Ja, das ist echt heftig. Es ist wie VHS und 4K, ey. Ja, bildlich, ja. Ja, kommt hin. Ist halt jetzt echt eine blöde Position, in der wir uns befinden. Ja, die kommen auch schon außen rumgefahren, so hinter B und so. Au! Nee, am Arsch, hier steht ein. Kann ich leider nicht einen sehen. Kannst du nochmal ein Ding setzen? Ich versuch's einfach mal. Ja. Oh, es hat ihm sogar ein bisschen Schaden gemacht. Dann hat ein Turm es nicht rausgenommen. Aus B, verdammt. Ah ja, genau, das macht Sinn. Ah. Warte. Zack, 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 zack.
Wie hat es gestern einer bei mir im Stream geschrieben? Hightier ist für ihn wie Call of Duty nur mit Panzern. Das stimmt, das stimmt. Das kann man so unterschreiben. So, BM4 gehen wir jetzt auf den Senkel. Ja. Unser Typ, der steht da immer noch seelenruhig. Der Turms, ja, also. Ja. Turmspam. Wird man bei uns im Spawn schon beschossen, vermutlich, oder? Ja. Wobei, Rakete? 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 Komm. Geh mal den mal ein bisschen auf die Nerven. Gott, wie viele Flieger im Himmel sind. Wenn du ein Ziel für mich hast, hau's raus, ne? Ja, ich bin auch eine Flagge bei uns im Spawn, deswegen aktuell. Ja, du kannst einfach auf der Map markieren. Das sehe ich ja auch. Ich meine halt um B herum vielleicht, so irgendwie. Schrauber? Der ist schon tot, okay. Nee, das ist ein Fight. Kommt noch ein Flugzeug rein? Ah, ist glaube ich schon tot. Was? Ach komm! A50er nehmen echt jedem den Spaß. Also die Dinger sind ja gegen alles. Das sind ja die eierlegenden Wollmilchsäue, ne? Mhm. Die ATGMs sind gut gegen Flugzeuge, gut gegen Panzer, gut gegen Räumer. Naja, deswegen wurden die ja auch als Premium verkauft, weil Gaijin genau wusste, was damit dann passiert. Irgendein Ziel? Nee. Autschen. Das wundert mich erst, die 262 noch fliegt, ey. Der ist auch geil. Alle von unseren Fliegern sind noch da. Nur mich zerlegt. Hightier ist aber auch echt so eine Sache. Also entweder es läuft oder es geht so null. Es gibt sehr wenige komplett ausgeglichene Matches in Hightier, das stimmt. Ja. Junge, da stehen einige Flaks jetzt. Ich muss mich jetzt mal aus dem Spawn bewegen. Aktuell sind eh keine gegnerischen Flugzeuge am Himmel. Ja, M113. Du rockst das jetzt in B. Einfach druff da. Ach doch, ein gegnerischer Jäger ist am Himmel. Was? Die haben echt B wieder geholt. Oder holen das gerade. Hm. Die Gegner sind auch fast alle raus. Und einer ist noch am Himmel. Die MiG-21 meinst du, ne? Ja. Na gut. Ne MiG tangiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Wobei, die hat auch ihre Air-to-Ground-Raketen. Bomben-Assist ist doch nicht alles, was ich mir jetzt hier holen kann. Ah ja, und by the way, Leute, da die Flugzeugfolge oder generell die Flugzeugfolgen nicht so gut geguckt werden und ich in der Flugzeugfolge einen Hinweis für den Clan und generell Clan Wars hinterlassen habe, wäre es ganz cool, wenn ihr da zumindest mal in den Anfang reinschaut, so in die ersten 5 Minuten. Falls nicht, es geht einfach darum, dass ich den Clan gerne ein bisschen aktiver hätte. Wir haben viele, die dabei, die sind vielleicht einmal die Woche da und kommen nicht mal auf den Discord. Das ist prinzipiell kein Problem, aber die Masse macht's mittlerweile. Und ich würde gerne zumindest mal mit hier Clan Wars öfter fahren.
weiß, das ist so absolut nicht deins. Nö. Das könnt ihr schön. Das macht ihr schon alleine ganz gut. Wobei, das macht echt Spaß. Also ich kann es dir empfehlen, zumindest einmal zuzugucken oder mitzumachen. Ja, zu gucken tue ich es vielleicht irgendwann mal. Das ist halt nichts anderes als ein normales Match im Grunde. Also so tryhard ist das gar nicht. Vor allen Dingen, wenn du frisch anfängst, wirst du halt auch gegen Neulinge gematcht, die auch noch nicht so viel Erfahrung da drin haben. Es lebt noch einer. Nee, das müsste der Jäger gewesen sein, der raus ist gerade. Also den Mick. Ah, ja, gut. Das war ein spektacular, unspektacular Match. Und dafür habe ich jetzt einen Gutschein rausgehauen. Respekt, du Vollidiot. Team hat uns wieder nichts übrig gelassen. Ist echt so. Wir klauen unsere Jobs. Hey, immerhin, ich habe Adamant bekommen, ne? Ich habe gar nichts bekommen. Ich mag den 2 PL optisch auch. Ich mag Panzer mit so richtigen Chunky-Türmen. Ich mag zum Beispiel auch den C2, den Maxas Leo 2 R1. Der Maxas ist cool. Ja, das ist ja im Grunde die Leo 2-Variante davon. Nur, dass es kein Maxas ist, oder? Ja, nee, ist es nicht. Chicken Map, blöder Modus. Meine Gedanken, bitte nicht Nacht, bitte nicht Nacht, bitte nicht Nacht. Aber ich habe Nachtsicht, das ist nicht das Problem. Nee, es ist hell. Sollen wir dahin fahren, wo normalerweise C ist, oder? Ja, es muss nur nicht sein. Also, wenn wir jetzt zur Einserlinie rumfahren, da kriegen wir von der Seite hin rein. Hier ist alles schnell genug. Das stimmt. Und immerhin habe ich beim PL Tarnung für fast jede Situation. Du siehst auch sehr schick aus. Ja, danke. Ja, ich habe ja sogar ein paar Talisten für schwedische IT mir damals geholt, als sie im Angebot waren. Ich hatte einen bekommen und natürlich die Tarnungen. Das war ja mein erster MBT im IT hier, der. Den haben wir uns sogar noch zusammengeholt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und dann bin ich zum 1-2-2 Moor. Abgegangen, wie Schmidts Katz. Plötzlich war er da, ich weiß gar nicht warum. Als ob die Mainzelmännchen nachts meinen Account gespielt hätten. Wir sollten vielleicht leicht versetzt fahren. Ah, nein, meine Augen. Ich habe aus Versehen Dings angemacht. Ah. Das grüne ja. Grauen. Oh mein Gott, meine Augen. Ah, wow. Ich bin auch so ein Honk, weißt du? Ich dachte gerade so drüber nach, jetzt fahre ich hier hin und cap erstmal. Nö. IPM hat sich den Radkampfwagen geholt. Verdammt. Der ist hier. Hat meine Kanone. Ja, wo ist denn der? Es schießt mir immer noch im Weg. Habt ihr den Kommandanten genommen? Fahr. Ja, ich fahr weiter. Ja, das war zu spät. Ich hab gesmoked. Also reparierst du mich, oder? Ja, sobald ich wieder bei dir stehe. Ey, meinst du, wie schön? Ja. Bei mir ist das schön. Das sind so sauscht. So versaut. Geht das auch. Gott, mein Schuss war aber auch voll versemmelt. Ja, ich dachte, ich könnte einen Third-Person-Schuss über den Hügel machen. Das hat leider so gar nicht funktioniert. Okay, ich guck da mal nach. Aua, nee, irgendwas hat mein Fahrer von vorne genommen. Ich wollte gerade sagen, ich guck mal in die andere Richtung. Der ist hier. Ja, mein Fahrer muss erstmal ausgetauscht werden. Ich habe ihm genau nichts gemacht. Hier. Hab ihn. Boah, Alter. Ja, gut. Ich mach jetzt mal hier den Tintenfisch. Au, von hinten eine reingekriegt. Aus der Richtung. Okay, ich glaube, der ist gerade weg. Gott, war das. Das war gerade so. Ich weiß nicht, was ich tue, aber ich drück mal schießen. Immer die linke Maustaste spammen. Ich hab gehört, das funktioniert. Ich hab gehört, das soll ein guter Trick sein. So wie Spinning. Der spinnen sollen, genau. Das macht jetzt nicht unbedingt Mut.
Okay, ja. Im Hai, hier geht schon so ein bisschen. Au, von wo denn? Oh, hinter dir. Direkt hinter dir. Ich seh's, ich seh's, ich versuch gerade. Nee, vergiss es. Team? Hallo? Das haben nicht die Schwachstellen. Ja, wenn du bei den 80, die 80er bei den Russen gerne die Schwachstellen nicht triffst, ist es vorbei. Ja. Aber ja, Team, hallo? Team ist halt schon wieder also nicht keiner, existent. Aber keiner von denen reißt auch irgendwie, ne? Ja. Also ja, ich habe gerade auch nicht gereiht, wo der hergekommen ist, aber ich hatte auch keinen Indikator vorher. Nee. Also wenn ich eher wäre, würde ich unten lang fahren, weil er keine Depression hat, aber... Du pfeifst hier so rum. Er fährt was. Bleibt es unten, oder? Driver, Loader, Fuel Tank hier. Ah, warte, ich muss mich erstmal dahin, über die hinstellen. Critical Hit. Was bist du? Oh. Noch einer. Mit Abraham. Was machen wir? Also, die reiben uns halt vollkommen auf von vorne. Ja, ich werde mich auf jeden Fall mal hinter diesen Stein da stellen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh nein, jetzt hab ich ja lauter Weed im Kopf, du Arsch. Ich weiß, deswegen habe ich es getan, einfach nur um uns von diesem lustigen Match ein bisschen abzulenken. Ich habe 2 Kills. Das ist besser als letzte Runde. Puh. Aber ist auch echt so selten geworden, dass ich mal richtig High Tier spiele. Ja, also ich mach's ab und zu gerne, aber halt wirklich nur. Au! Hi! So wie Franzosen fahren und Navy spielen, ne? Das kannst du zwischendurch mal tun. Um! Hier, ich könnte Hilfe brauchen, der hat meine Kanone. Ja. Alter! Was? Der hat das alles ausgeladen, meine ganzen Pfeile. Ja, ich hab's gerade auch gesehen, das war so ein bisschen lächerlich. Ach komm, als ob, ey. Wäre das nicht schön, wenn die Deutschen einen Großkaliber-MG hätten? Also das hat mich jetzt echt traurig gemacht. Alter. Also, das habe ich gerade nicht verstanden, muss ich sagen. Warum habe ich dem jetzt nochmal 20 Pfeile oder so reingehauen? Also der hat mir nicht ein... Wow. Oh, ich habe den Turms mit der Stockheat Quintal rausgenommen. Das geht. Wenn die alles verloren haben, quasi an Zusatzpanzerung, kommst du da easy durch. Macht mich jetzt wieder ein bisschen glücklich. Lebt der BMP jetzt immer noch? Nee, der ist tot, aber da steht es in Merkava 3. War nicht viel besser. Aber das mit dem BMP, das hat mich wirklich traurig gemacht gerade. Also BMPs sind der Shit. Also ich versteh's auch nicht. Ich habe dem 2 Pfeile komplett durchgesammelt und der hat... Ja gut, er war halt verkrüppelt, aber er konnte schießen, er konnte alles. Ja, aber ist ja nicht so, meine Pfeile haben... Auf markier mal die Stelle, wo eben der Typ war. Aber... Da oben. Das, was gerade aufgeklärt ist? Ja, ich muss die Kanone reparieren. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass, Worth it! Sehr schön. Es ist ja jetzt nicht so, dass meine Pfeile irgendwie keinen Durchschlag hätten oder so. Nee. Die haben schon ordentlich Durchschlag. Ja, ich nehme jetzt in meinen Augen den besseren Leo 2. Ich nehme jetzt den 2K anstatt dem 2A4. Weil die 20er ist so ein Retter. Gerade gegen sowas wie den BMP gerade wäre das super.
Also auf die Entfernung, wo der von mir stand, habe ich ungefähr 170 Pen und ich bin da durchgegangen wie Butter, trotzdem. Ja, ja, da brauchen wir gar nicht groß überreden, das ist ein Schwachsinn, wie viel die aushalten. Also jeder Marder oder generell jeder Light wäre geplatzt. Ja, ein richtiger Light-Panzer wäre definitiv raus gewesen, ja. Beim BMP, nö. Aber das fängt ja schon beim BMP 1 an. Das ist ja nicht nur bei einem BMP. Selbst der deutsche BMP ist ja so. Also Leute, wenn ihr auf deutscher Seite sowas erleben wollt, einfach BMP fahren. Lübt. Ganz easy. Gibt aktuell eh ein gutes Deck mit Marder und Leo und, ja, und Ru und so, wenn ihr den habt. Hätte der hier Thermal, wäre das echt mein Lieblings-Leo 2 um 10-0 rum. Ach komm! Nicht boah, rechts. Hinter dir direkt 90 Grad rechts. Ach, da oben? Mhm, zwischen den Steinen. So eine kleine Campersau. Ja, die hat da jetzt nichts getan, die Heat. Doch, die Kanone habe ich genommen. Aber das Gute ist, der Turm, sie hier, ach, der mein lustiger 90-120, der ist ja so schön beim Nachladen. Kriegst du ihn? Also zumindest hat er keine Kanone mehr. Der brennt jetzt. Soll ich versuchen, ob ich ihn holen kann, oder willst du? Nö, wenn du da ihn machen willst, mach ruhig. Wenn ich ihn bis dahin tot habe, habe ich ihn bis dahin tot. Ja, verdammt. Okay. Ich glaube, dass der... Ah, er ist ausgebrannt. Okay, hat sich nicht das Feuer gelöscht. Ja, ja, ja. Ich bin gerade... Die haben einige Flieger am Himmel. Gut, dass das Ding hier auf 10-3 hochgesetzt wird. Das ist viel zu stark. Nach 10-7. Die Kanone ist brutal. Und die Nachladezeit halt 5 Sekunden ist... Ja, ja. Also... Und wenn man irgendwann mal die richtigen Pfeile bei dem Ding hat, dann geht's halt richtig an. Ah, oh, natürlich, komm, jetzt zeigt er zu. Was? Nicht einmal getroffen. Strikt. Du hattest gerade Spaß am Arsch. Was? Ging die Schüsse denn hin? Nein, ich nehme jetzt nicht die Raketenflak, weil das ist mir zu teuer. Ja, Alter. Ich hasse Radar. Ich hasse dieses Radarlocken, wirklich. Du bist echt besser aufgehoben ohne. Also zumindest im Close Quarter. Ja, ja, ich bin raus. Also der hat mich jetzt auch geschreddert. Ja, ich bin jetzt raus. Ich werde jetzt nicht nochmal spawnen. Ja, komm. Dann machen wir noch eine Runde und drücken die Daumen, dass das super wird. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch so viele, die jetzt hier ich nehmen könnte. Wenn ich jetzt, glaube ich, rausgehe, werde ich, glaube ich, gesperrt. Verdammt, jetzt bin ich schon am Hangar. Und was kriege ich? Oh, Backups. Weißt du noch damals, als der Streffi reinkam und seine und ultra viel Pen auf seinen Pfeil hatte? Ja, damals, als die Schweden neu waren und der geile Scheiß und super stark. Ja. So, was machen wir jetzt? Kommst du raus? Soll ich cutten oder? Ja, warte, ich lass mich jetzt hier nochmal kurz töten, dann sollte ich keine Punkte mehr haben. Ja, Leute, dann können wir uns die Panzerung mal angucken. Also, was haben wir hier? Schöne Kompositpanzerung im Turm vorne. Wobei man sagen muss, wenn du hier seitlich durchkommst, ist Kanone auf jeden Fall Schrott. Die Front ist erstaunlich stark, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Ja, das Amorak hier ist ein Riesenproblem. Deswegen nehme ich immer nur also 20 Schuss mit. Wobei, wie viele sind das hier? 5x3. Was ist 5x3? 15. Das hast du jetzt echt auch gesagt. Denkst du, ich bin so blöd? Ja. Ah, oh, die sind ja echt Spaß, die tut mir leid, böse bitte, Menschen. Bitte was? Bitte böse, was? Böse Menschen im Gegnerteam, die fahren nicht mal mehr in den Cap, sondern die warten nur noch, dass Leute spawnen. Ja, 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 natürlich. Das ist halt hier. Hallo? Tja. Ja, dann können wir hier nochmal über die Battle Rating Anpassung sprechen. Also, von dem hier habe ich ja schon gequasselt, dass er auf 10-7 hochkommt. Der kriegt die DM43. Die hat, glaube ich, Daddy schon. Nee, der nicht, aber der dürfte ihr haben. Nee, auch nicht. Ja, eine stärkere Muni als der 2A5 eigentlich. Bei
Ist sie stärker? Ich weiß es gar nicht. Ich habe da jetzt keine Stats im Kopf. Ja, was wird noch hochgetiert? Der Centauro kommt auf der 8-0er auf 8-7, kriegt Dart. Der Ruhe auf 7-0 war längst überfällig. Ich verstehe das Geheule. Klar, ist ein Deck, das kaputt geht, aber sagen wir mal ganz ehrlich, auf 6-7, der Light mit dem Speed und dem Pen. Also der wurde ewig nicht hochgetiert, damit der sich noch gut verkauft. Aber jetzt ist langsam die Verkaufszahlen, glaube ich, so weit runter, dass es sich lohnt, ihn hochzutieren für Gaijin. In dem Hangar. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch, was groß geändert wird? Eigentlich tangieren die mich wirklich nicht groß, die Battle Rating-Angleichung. Ja, Panther geht auf 6-0. Ja, gut. Man muss aber sagen, auf 6-3, der hat viele, also wenn er wirklich Top-Tier war, hat er gerockt. Aber der wurde halt meistens geupptiert auf 7-3 oder 7-0 und gegen die britischen Autostabilisierer mit den APDS keine Chance. Das ändert sich jetzt aber nicht. Wenn er jetzt auf seinem Tier ist, rockt der immer noch. Wenn der hochgetiert wird, ist er immer noch derselbe. Also man kann halt auch nicht alles durch Downtieren halt runtersetzen, lösen. Selbst auch mit dem 4-5. Den kannst du so weit runtersetzen, wie du willst. Wenn die Leute nicht lernen, ihn zu spielen kann, der wird irgendwann auf 1-0 sitzen. Das stimmt. Oh, jetzt haben wir eine Nachtmap. Deswegen, also, und schon wieder denselben komischen Modus. Ja. Ja, ich würde auf die Dreierlinie fahren. Jo, dann fahre ich natürlich mit. Ah, das ist aber eine schöne Nacht. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht komplett dunkel. Das sieht schön aus, das würde ich mir auch im Mittier wünschen, sowas. Und jetzt alle anderen so, buh, was, buh. Ja, aber so also hier, okay. Hier stören die Illumination-Granaten eher. Ja. Oh, volles Abtier. 2A6. Ja. Big Brothers in the house. Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Schneetarnung. Eben noch so, ich habe für alles eine Tarnung. Halt die Schnauze. Und dann hat er an den Schnee gedacht, aber er mag so Schnee doch so gerne. Die Schneetarnungen sind echt nicht hübsch. Ich glaube, ich stelle mich mal hier oben hin. Ich wollte gerade sagen, ich habe zwar eh keine Schneetarnung, sondern es ist ja hier, die nennt die sich Urban-Tarnung. Die Urban. Ja, die urbane Tarnung. Ey, wow, ich habe zum ersten Mal 70 Sachen im Ding hier geschafft. Wow, jetzt stehen wir hier zu dritt oben. Das wird sind sicher super. Ich hab den Arcade geswitcht, aber warum fährt das Ding so schnell? Ja, ich guck jetzt hier hin. Ich muss auch ehrlich sagen, dieses Dingsbums mit dem Laser Rangefinder benutze ich kaum. Also ich ziel immer noch lieber manuell. Auf die meisten Entfernungen, die man hier auf den Maps trifft oder schießt, ist das eh besser. Ist jetzt echt nicht so, dass wir hier. Also mit dem IKV auf der Longbench-Map, klar, aber. Ja. Der IKV mit seiner 90er, die fliegt aber auch. Aber die 120er, die ich hier drin habe, das ist ja quasi mit dem Lineal gezogen, die Linie. Ja, jetzt kommt der mir da böse. Ist bei dir noch was? Ja, irgendwo hier hinten ist ein T-80, ich habe den Geschützverschluss rausgenommen. Mein Team fährt jetzt da komisch dran vorbei. Sehr schön, sehr schön. Und zwar alle in der Reihe, sehr schön. Ihr seid, ach, alle selbe Clan. Ja. Werden wir mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich glaube, hier außen kommt gleich noch was. Ich halte mich erstmal hier im Hintergrund. 650 Meter. Ja, einer von denen ist jetzt schon. Tja, ich kann jetzt hier lange stehen bleiben. Vielleicht kommt was, vielleicht nicht, wer weiß. Also du guckst gerade raus Richtung Wasser, oder? Ja, ich guck gerade hier hin. Also die Linie runter bis hier außen aufs Eis. Ist halt die Frage, soll ich lieber zu dir kommen? Ich glaube, dann wirst du wahrscheinlich mehr sehen und abbekommen als. Spannender für die Leute, meinst du? Ja. Also ich beschädige hier meine Fahrzeuge schon auch und ich werde okay. Beschädigt. Ja, aber hey, ich habe schon Kill, ja? Attention to the map. Danke, Grim Ripper. Oh, ja, du könntest Hilfe gebrauchen. So ist viel angenehmer, so sieht's echt gut aus. Oh Mann, mach's Licht doch nicht wieder an.
Das ist wie wenn du bei jemandem übernachtest auf der Couch und der rennt die ganze Nacht durch und machst Licht wieder an. Geschichten, die das Leben schreibt. Da wäre ich mal lieber draußen erhoben geblieben, da ist scheinbar was außen. Wir noch nach außen fahren. Also hier in die Richtung ist auf jeden Fall was. Ja, okay, ist gerade markiert. Hm. Ja, sind die auch ums Eck bei B? Das weiß ich nicht. Also weil wenn nicht, könnten wir mal ein bisschen nach... Okay. Von unten ist nichts reingefahren zumindest. Da fliegt ein Hubschrauber. Da fliegt ein K-50. Ja, mir hat auch gerade was... den Panzer ziemlich verkrüppelt. Ich repariere hier mal eine halbe Minute. Hinter dir. Okay, K-50 ist immerhin durch. Ja, warte. Ich helfe dir. Oh, komm ran. Cool. Kannst du schießen? Okay. Wäre das schlecht? Also jetzt schießen? Nee. Okay. Aber jetzt? Jetzt kann ich wieder schießen. Wie schnell lädst du nach? Also hast du noch alle Crew? Nee. Also meine Schüsse müssen jetzt tödlich sein. Okay, der Turm, der mich verkrüppelt hat, ist raus. Hier ist auch noch was. Da so viele Wracks rumstehen, ist die Thermalsicht auch viel. Da, ist ein Abrams. Ja, und auch ein Tor, ein T, irgendwas. Weiter rechts, ein Abrams. Au. Autschen. Okay, der schießt mit Heat. Ja, den Russen habe ich gerade das Getriebe gezogen, aber er kann auch schießen. Hat sich auch eingesmoked natürlich sofort. Ich glaube hier außen ist... Ja, da ist noch was. Ich schmeiß dem Leit mal Arti auf den Kopf. Aber da kommt was. Ich hör's pfeifen. Ja, stimmt, der ist hier. Ich lag gerade nach. Kommt der zu dir? Ja, der steht vor mir, ich muss nachladen. Wo ist er? Der hat keinen Fahrer und keinen Richtschützen mehr. Steht hier. Aber pass auf, weiter rechts steht noch ein. Ja, ja. Sehr gut. Hier steht noch ein Russe. Ja, der hat mir gerade die Kanone genommen. Au, ich habe von hinten eine reingekriegt. Oh ja, hinter dir steht irgendwas kleines. Ich kann nicht mehr schießen, ich habe keine Kanone mehr. Ja, ich. Ja, gut. Ja, das war der Leiter, den ich die ganze Zeit angesagt habe. Ja. Aber er hat mir leider, der hat der Russe mir voll die Kanone genommen. Ah, ja, der HSTVL geht auf 10-7. Ah, okay. Ja, der bekommt aber sein komplettes Magazin wird sein Autoloader, der seine innerhalb von 0,5 Sekunden jedes Mal raushaut. Also der, boah, Alter. Dieses Grüne, ich weiß nicht, spielen echt Leute das mit dem Grünen, mit der grünen Restlichtverstärkung? Das ist so furchtbar eklig. Ah doch, ich denke schon, in manchen Maps, wenn es halt also richtig... Also auf der Schneemap definitiv nicht, da kriegst du Augenkrebs. Nee, wo's, auf Maps, wo es halt wirklich richtig dunkel ist. Also der HSTV fährt jetzt noch hier vorne rum, irgendwo vor mir. Hm, okay. Wir werfen Artillerie auf den Kopf, ist eigentlich eine gute Idee, dank HSTV. Ja, also vom Klingen her würde ich sagen, der steht irgendwo. Da, der kann nicht mehr schießen. Ja, ich kann erst in 10 Sekunden schießen. Ach so, ja, knapp. Also die Seite habe ich im Blick bei dir. Ah, jetzt muss er nochmal nachladen, ne, nachdem ich die Kanone repariert habe. Beste, Alter, beste. Okay, es wird leiser, das Geräusch. Okay, ich sehe dich. Also hier kann ich einsehen. Links kann ich nicht sehen. Jetzt krieg ich schon die Artillerie auf den Kopf. Also wenn du jetzt nach vorne da pushst, kann ich dir nicht mehr helfen. Ja,
bleib erstmal kurz hier stehen. Hä, ist links von dir nicht auch, ne? Ah ne, du bist noch eins zu weit nach hinten. Ja, die Öffnung ist jetzt vor mir. Also ich würde ja sagen, zieh dich zurück und lass sie kommen. Gute Idee. Ja, weil wie gesagt, ich seh dich komplett und ich kann auch komplett ums Eck hier gucken. Ich mach mal meinen Motor wieder an und fahr mal rückwärts. Und hau ein paar Bäume dabei um, weil irgendwas muss ich ja kaputt machen. Okay, er kommt, ich hör's. Jetzt wieder lauter. Wo ist die Kante? Markier mir mal genau die Kante. Die linke Kante. Also da, wo es rechts ums Eck dann quasi geht. Die ist hier. Ja, ich habe so ein paar Bäume vor mir. Ich kann das dann schwer abschätzen, wo die Kante ist. Mach so ein bisschen Bammel, dass ich gleich von links eine reinkriege. Dann fahre ich mal so dahin, dass ich da hingucken kann. Hast du hier einen Blick? Dann gucke ich mal nach links. Achso, ja gut. Oder so. Oder so, also warte mal, fährst du im Arsch zurück? Also ich kann hier hingucken, dann guckst du zu meiner linken Seite, wie du möchtest. Ja, dann fahre ich und guck nach da. Also stell mich da hin. Kommunikation. Ganz wichtig. Au. Genau deswegen wollte ich nach links gucken. Der war aber dann schon oben, oder? Aber ich hab den jetzt. Der war unten, gefahren. Also du hättest ihn niemals einsehen können. Okay, okay. Dann der wurde auch direkt von der A4E dann rausgenommen, also. Fun. Wie war das mit Kommunikation? It's almost fun. Ja, ich wusste ja nicht, also ich konnte ja nicht sagen, dass da schon einer oben ist. Ja, mit dem hier habe ich halt jetzt ein Problem. Ich habe keine Thermalsicht. Kannst du da jetzt echt nochmal so ein bisschen rausfahren? Ja, willst du. Okay. Ja, der steht. Ich kann nicht mehr schießen, aber der steht. Mhm. Also, ja, und da kommt noch einer. Hier, Achtung, schieß. Sehr schön. Endlich hilfst du mir schnell nicht reparieren, dann hole ich mir den anderen. Endlich Feuer und Licht und Wärme. Oh mein Gott, von der anderen Seite kommen sie auch. Ich fahr mal die andere Seite. Boah, jetzt muss ich echt noch nachladen. Hast du Arti? Ich habe einen Russen hinter mir. So, HSTVL ist schon mal weg. Sehr schön, Rache ist Blutwurst und so, habe ich gehört. Natürlich, der Russe, der stört mich jetzt nicht. Also hier ist noch ein Russe direkt bei uns im Spawn. Und von irgendwo kam noch ein Abrams. Ja, ja, da. Ja, stimmt, okay. Ist der blind? Beschwer mich nicht, aber... Ja, genau! Genau, was war das denn? Verdammt. Returning to the base. Manchmal überleben Gegner Sachen, wo ich echt frage. Hey. Something went wrong. Ja, ich glaube auch, wir haben verloren. It's almost fun. Aber immerhin, ich habe was für den Leo 2PL freigeschaltet, also war das schon ein halber Erfolg, die Runde. Sehr gut. Wo gehe ich denn jetzt hin? Komm, gehen wir direkt hier. So, Leute. Ja. Lief halbwegs okay, würde ich sagen. IT ist halt, wie gesagt, so ein Geben und Nehmen. Manchmal kriegst du voll auf den Sack und manchmal räumst du voll ab. Wir haben halt leider diesmal nicht abgeräumt, aber zumindest ein bisschen was mitgenommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich kann euch den wärmstens empfehlen. Vor allen Dingen, wenn ihr demnächst eine neue Muni kriegt, wird das wahrscheinlich ein richtiges Biest. Ja, wir bedanken uns. Ich hoffe, die Leute, die im Clan sind, kommen auf den Discord mal und präsentieren sich etwas, dass ein bisschen Aktivität da ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.